Hallo zusammen, ich melde mich zurück aus dem Airport in Cancun. Heute geht's für mich zum nächsten Zielort. Ich habe 2 Nächte nochmal in Cancun verbracht. Die habe ich aber mehr gechillt und habe ganz viele Videos geschnitten, die ich dann hochladen kann. Und habe ich heute den meisten Tag am Flughafen verbracht hier in Cancun, der super riesig ist. Warte jetzt eigentlich darauf, dass ich dann nach Guatemala fliege. Was eigentlich nicht auf meiner Liste stand, aber da lande ich jetzt heute. Und dann werde ich mir noch ein Uber schnappen und weiterfahren nach Antigua. Und was ich da mache und wie das aussieht und so weiter, das seht ihr in den kommenden Episoden hier auf meinem Travel-Vlog. Ich habe insgesamt 35 Tage in Mexiko verbracht und meine Route war eigentlich einmal ein kompletter Kreis. Angefangen bin ich in Cancun, wie ihr gesehen habt. Valladolid, Merida, Palenque, San Cristobal, Bacala, Tulum, Cozumel und Cancun. Was ich nicht mitgenommen habe, ist Holbox. Ich war auf Isla Mujeres für eine Tagesreise, wie ihr gesehen habt. Was aber viele gesagt haben, ist, dass Holbox super sehenswert ist als Insel. Da fahren keine Autos, es ist super chill out. Viele extended their stay there. Ich habe es leider nicht mit dabei gehabt, aber vielleicht komme ich nochmal dahin. Es ist die Frage, wie ich nach Havanna fliege, ob das über Cancun geht oder nicht. Dann würde ich nochmal hochfahren, weil es sind auch irgendwie 2 Stunden hoch und dann nochmal, ich glaube, ein bisschen mit einer Fähre eine halbe Stunde oder sowas, dann ist man in Holbox. Also es ist nicht so kompliziert, von Cancun dorthin zu kommen. Deswegen, wenn ihr vorhabt, nach Mexiko zu fliegen oder nach Cancun, nehmt Holbox mit auf eure Liste. Ich glaube, das ist super sehenswert. Für mich, mein Highlight auf dieser Reise in Mexiko war, glaube ich, der Tag in den Cenote mit Joy, Lorena, Evelyn, Jan und Laura. Das war einer mit der geilsten Tage. Dann natürlich Highlight mit Evelyn durch Mexiko zu reisen. Es war super geil, dass ich mich einfach bei dir anschließen konnte und so die Tour mitgemacht habe mit ihr. Und es war so easy mit ihr als Travelpartner. Danke, Evelyn, für diesen schönen Urlaub mit dir, diese fast 2 Wochen, glaube ich. Das war so Highlights. Ich meine, die Ruinen zu sehen war sehr cool, aber die Cenote waren für mich definitiv auch ein Highlight in Mexiko. San Cristobal, wenn ihr Zeit habt, macht San Cristobal, weil diese Stadt lohnt sich. Die ist super schön vom Flair her, vom Vibe, ist so ein bisschen hippie, chill out, macht auf jeden Fall Spaß. Dafür lohnt sich auch die 18-Stunden Busfahrt nachher. Ansonsten Mexiko super freundlich. Es sind irre Geschichten hier passiert. Die Polizei ist korrupt, das kann man nicht anders sagen. Das heißt, man braucht nicht viel mit der Polizei reden, wenn die einen bei irgendwas erwischen und dann fragt, wie viel wollt ihr, damit ihr loskommt, weil die haben alle einen Preis. Das ist halt schon ziemlich krass, auch ein bisschen beängstigend. Man hat viel von in Tulum auch gehört, dass Drogendealer umgebracht werden und so weiter und so fort. Also wenn man sich auch mit den Mexikanern unterhält und so weiter, man bekommt halt Geschichten mit, auch in den Medien hier. Oder auch mit der Bombe auf der Fähre nach Cozumel. Ich weiß nicht, wie das in den News war in Europa. Ich glaube, meine Mutter hatte mich angeschrieben. Ich dachte, ich habe von nichts gehört hier. Aber im Endeffekt waren wohl nachher 2 Bomben auf der Fähre nach Cozumel. Daraufhin haben die halt strengere Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Das heißt, jeder wird jetzt durch so eine Schranke gehen müssen, wie im Flughafen. So Metalldetektor, die Gepäckstücke werden kontrolliert. Und es ist schwer bewaffnete Polizei am Hafen mit Polizeihunden auf. Deswegen plant da ein bisschen Zeit an, wenn ihr nach Cozumel wollt. Ansonsten, ich kann die Fähre Mexiko nur empfehlen. Wir hatten 80 Pesos bezahlt für die Überfahrt. Als ich zurück wollte, habe ich 135 bezahlt, weil die Promotion zu Ende war, weil Ferien waren. Und das heißt, wenn ihr in den Ferienzeit fahrt, Spring Break, wird es überall in Mexiko teurer. Das Wetter war bombenmäßig für uns. Evelyn und ich haben sehr viel Glück gehabt mit dem Wetter. Wir haben, glaube ich, nur einmal Regen gehabt und das war, als wir im Bus waren. Ansonsten waren wir sehr spoiled mit dem Wetter.
Cancun war für mich auch ein Highlight. Danke an Mario und an Justine und an Kim und an Suna für die Partys, die wir hatten. War auf jeden Fall ein Highlight, für mich auch Cancun. Würde ich aber nur außerhalb der Spring Breaks machen, weil Spring Break wird es nochmal richtig teuer. Und die Clubs sind auch so voll ohne Spring Break. Also Party machen kann man hier auf jeden Fall. Das heißt, Mexiko, für mich die 35 Tage, waren von der Zeit her super, waren super gut gelungen. Und ich würde es jedem empfehlen, nach Mexiko zu kommen. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Und dann sehen wir uns morgen. Bis dann, ciao.